umklammert. Dabei war er dreimal stärker als ist ich und viel größer. Übertrieben? Nein, nein, ich hatte ihn im Monil-Todesgriff. Kein Wunder, wenn er sich vor Angst in die Hosen gemacht hätte. Na, was halten Sie davon, Lieutenant? Und wie läuft es hier so? Gar nicht gut, gar nicht gut. Dieser Arschknochen hat einfach zu gute Karten. Ein Vierling. Na? Sieht aus, als ob Sie ein ganz gutes Händchen hätten. Ja, und dabei habe ich bis jetzt noch nicht mal betrogen. Lieutenant, wie wäre es mit einem Kentucky-Bourbon? Ah, danke, Sandy. Ein kleines Spielchen? Nein, ich lasse mir doch nicht die Hosen runterziehen von euch Jungs. Wieso nicht, Lieutenant? Wollen Sie uns nicht anrühren, weil wir unrein sind? Jüdisch? Jüdisch? Tja, ich muss los. Ich sehe euch ja nachher, Männer. Also, amüsiert euch noch. Wenn man es noch so gut mit ihm meint, das ist ein armes Würstchen. Was sagst du, Bob? Kommt so ein Hosenscheißer wieder lebend raus, ja oder nein? Aha, aha, das habe ich ihm angesehen, von Anfang an, sage ich dir. Ich meine, manchmal brauche ich einen Kerl bloß anzusehen und weiß Bescheid. Dieser Bursche wird es nie schaffen. Einfach Fehlanzeige.